1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute nur im Radio. Was heißt hier nur? Heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Nicht im Fernsehen. Freie Themennacht. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Faxnummer 0800 220 5051. Wer ist der erste Anrufer heute Nacht? Es ist eine Die und sie heißt Nadine. Guten Morgen, 18 Jahre alt. Guten Morgen, hallo. Hallo Nadine, um was geht's bei dir? Ja, heute geht's um meinen besten Freund, den Christian. Um den Christian? Ja, mit dem habe ich Probleme, kann man das nicht nennen. Und zwar, wir sind gut befreundet miteinander und haben trotzdem Sex miteinander. Und das Problem ist, mein Sohn, der jetzt im Oktober letzten Jahres geboren wurde, kann sein, dass das halt der Sohn von Christian ist. Mhm. Und es steht noch nicht fest, im Februar wird der Vaterschaftstest gemacht. Ja. Und es ist halt alles, Hektik, Aufregung und so. Ne? Wer ist denn noch im Verdacht, der Vater zu sein von dem Kind? Ja, der Oliver, mein damaliger Kumpel. Das heißt, mit dem... Also hast du mit deinen Kumpels auch immer Sexbeziehungen? Nein. Es ist einfach passiert mit dem Oliver. Ja. Und danach hatte ich, wie gesagt, Sex mit Christian. Und durch diesen Zeitraum her weiß ich halt nicht, wer der Vater meines Sohnes ist. Und in der ganzen Schwangerschaft über hat sich Olli gar nicht mehr gemeldet. Mhm. Er hat sich auch nicht darum gekümmert und gefragt, wie es mir geht. Und Christian hat sich sehr darum bemüht, ist ganz oft bei mir gewesen. Und der Kontakt mit ihm ist eigentlich immer besser geworden. Ja. So, jetzt ist ja dann die ganz spannende Frage, wie fällt der Vaterschaftstest aus? Hm? Ich hoffe ganz dolle, dass es der Christian ist, ne? Weil er ist wirklich zuverlässig. Wer ist denn dann mehr als dein bester oder guter Freund? Könntest du dir denn dann mit ihm auch eine richtige Beziehung vorstellen? Ja, mit Christian könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber das Problem ist halt, dass wir beide noch nicht so genau wissen, was daraus wird. Und es steht halt in Frage, wie sieht die Zukunft mit uns beiden aus, weil wir mittlerweile oder fast andauernd auch weiterhin Sex miteinander haben und eigentlich keine Beziehung da richtig bei rumkommt. Na gut, aber so wie ich es verstanden habe, ist ja die erste Frage, die jetzt im Raum steht und geklärt wird, auch wann ist der Vaterschaftstest? Nochmal? Im Februar, 17. Im Februar, so. Ich finde, so, das solltest du jetzt erstmal abwarten. Wenn je nachdem, was da rauskommt, werden sich ja wahrscheinlich die Verhältnisse sowieso schon etwas verändern in die eine oder andere Richtung. Ja. Ne, wenn es jetzt rauskommt, dass er, Christian, dein ganz guter Freund, der Vater von deinem Kind ist, hast du gerade selbst gesagt, kann es schon zu einer richtigen Beziehung kommen. Und somit wäre das Problem dann ja ganz gut gelöst. Ja. Wenn er es nicht ist, tja, gut, dann... Ja, aber ich habe mit Christian vorher darüber schon gesprochen, wie es dann wäre, wenn er nicht der Vater wäre. Er sagte nur, er würde weiterhin dazu stehen. Und gut zu stehen. Also zu meinem Sohn. Also er würde ihn weiterhin trotzdem akzeptieren. Ja. Und er würde sich auch weiterhin darum kümmern. Also da bräuchte ich mir keine Gedanken machen. Gut, wo ist dann das Problem? Das Problem ist halt, dass wir weiterhin trotzdem Sex miteinander haben und ich mir eigentlich eine Beziehung wünsche. Und ich glaube nicht, was ich aber hoffe, dass da mehr draus wird. Und er meinte, dass ich da nicht viel nachfragen sollte, weil er glaubt, damit würde ich wieder einiges kaputt machen. Aha, also du willst für den Fall auch, dass er nicht der Vater ist. Ja, auf jeden Fall. Würdest du gerne mit ihm eine Beziehung haben? Ja. Und nicht nur Sex? Nein. Aha. Und er sagt, dann würde was kaputt gehen? Verstehe ich nicht.
Kaputt gehen, denke ich, in Bezug auf, da die Freundschaft jetzt so gut besteht, dass wenn eine Beziehung dann daraus wird und man sich irgendwann trennen würde, dann wäre halt nicht diese gute Freundschaft mehr da. Ja, aber wo ist denn, ja, aber das ist ja eh schon so ein komisches Kuddelmuddel bei euch. Ja. Das ist ja nicht nur eine Freundschaft. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen auch eine Beziehung. Ja. Das ist eigentlich ein Hin und Her, ich weiß. Also, ich würde jetzt, lass uns jetzt nicht so viel spekulieren. Was wäre wann, wie, wo? Jetzt ist der Februar angesagt und das Resultat des Vaterschaftstestes. Genau. Und ich würde sagen, bis dahin mach dir mal nicht den Kopf. Es ist ja gut, dass du da so einen netten Freund hast. Das ist ja ziemlich in Ordnung. Das ist ja ein netter Kerl, wie du ihn schilderst. Und vielleicht fügen sich die Dinge ja so, dass wir dann gar nicht weiter reden müssen. Ansonsten unterhalten wir beide uns im Februar nochmal. Auf jeden Fall. Nadine, dann musst du bitte mailen, dann geht das flotter hier als mit dem Anrufen. Ja, okay, dann. Okay, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, kostenfreie Telefonnummer für euch. Und hier ist Markus. Markus ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Markus. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema. Ich habe eine ziemliche Sauerei gemacht, kann man so sagen. Und zwar war ich eine Zeit lang mit zwei Frauen zusammen. Mhm. Einmal meine langjährige Ex-Freundin, also langjährige Freundin, der habe ich zusammen gewohnt. Dann hatten wir uns Anfang letzten Jahres getrennt und habe dann eine neue kennengelernt und war dann so 3 Monate mit ihr zusammen. Mhm. Ja, dann kam meine Ex-Freundin wieder ins Spiel und wollte mich dann zurückhaben. Hat eine Karte am Auto, eine Rose und ja, irgendwie habe ich mich dann darauf wieder angelassen. Auf die Ex? Ja, genau. Mhm. Weil es halt meine erste große Liebe auch war. Mhm. Die erste Frau, mit der ich zusammen gewohnt habe. Du hast dich darauf wieder eingelassen? Ja, richtig. Aber die andere nicht losgelassen? Richtig. Ich konnte irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Reiz war von Neuen halt jetzt, vom Ungewohnten. Ja. Wusste denn eine von den Frauen was von der anderen? Ja, am Anfang schon halt. Meine Ex wusste halt, dass ich eine neue Freundin habe. Ja. Hat die denn darauf bestanden, dass du dich von ihr trennst? Naja, klar, auf jeden Fall. Und du hast ihr gesagt, ich trenne mich? Genau. Und aber du hast es nicht getan? Nein. Mhm. Ich habe dann zu beiden gesagt, es ist eine normale Freundschaft. Zu meiner Ex habe ich das gesagt, dass mit meiner neuen halt nur noch eine normale Freundschaft wäre, nicht mehr. Verstehe, du hast zu jeder Frau gesagt, du bist die Einzige, du bist meine Beziehung. Ja, genau, richtig. Wie lange lief das? Oder läuft das immer noch? Ja, bis vor einer Woche. Da ist dann rausgekommen. Da hat mir meine neue Freundin, kann ich mal so sagen, die Haare geschnitten. Mhm. Tja, und gerade da klingelte dann meine Ex-Freundin an der Tür und wollte nochmal mit mir über alles reden. Wie nochmal? Ja. Das war doch jetzt schon fast ein Jahr vergangen. Da wollte sie nochmal über alles reden. Ja, wir waren ja eigentlich zusammen, also aus ihrer Sicht. Ja, eben. Ja, genau. Und ich hatte ja nur gesagt, dass es mit meiner neuen Freundin nur eine normale Freundschaft wäre. Ja, ja. Ja, und wir hatten aber halt immer so ein bisschen, weil die habt ja auch gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Achso, sie war doch misstrauisch. Ja, ja, die ganze Zeit über. Ja, hat mir aber geglaubt und vertraut. So, jetzt wurden der Markus die Haare geschnitten. Richtig. Und die Ex-Freundin, die Ex kommt rein und dann? Ja, genau. Ja, die kam nicht rein. Die hat halt geklingelt und angerufen. Und ich wusste halt, dass sie das ist. Ja. Ich hab halt erstmal nicht reagiert, weil ich wusste, wenn ich jetzt aufmache, da gibt ein Unglück. Ja. Ja, dann kam sie dann durch den Garten, hat halt durchs Fenster geguckt. Hat uns dann da sitzen sehen. Ach du Jogi. Ja, wie im Film. Ja, genau. Und da ist, hat sie auch gedacht. Hat sie die Scheibe eingeschlagen? Nein, nein, ich habe dann aufgemacht halt. Ja. Sie war dann erstmal ganz ruhig, wurde dann aber immer zorniger, verständlicherweise. Ja, war dir sofort klar, was los ist? Ich meine, war ihr klar. Und, wobei klar war das ja nicht, wenn du mit der anderen einfach nur so befreundet wärst, könnte sie dir ja die Haare schneiden, das ist ja noch nichts Intimes. Ja, ja, klar, das schon, aber ich denke mal, sie hat sich schon ihren Teil dabei gedacht. Ja, und dann bin ich dann mit ihr nach oben gegangen, habe erstmal mit ihr alleine gesprochen. Hast versucht, dich rauszulügen? Teilweise. Mhm. So, aber die andere saß da noch unten mit der Schere in der Hand. Ja, ja, richtig, richtig. Und hat dann auch gewartet, weil ich nicht wollte, dass das da eskaliert. Also die neue, die dann noch eingedrungen ist, die konntest du nicht überzeugen. Der war klar, da läuft wirklich was mit der anderen.
Ja, ja, genau. So, und die andere, die dir die Haare geschnitten hat, war die dann auch gleich ganz misstrauisch oder wie war das? Zu ihr war ich eigentlich noch ein Stückchen offener als zu meiner Ex-Freundin. Sie hat also mehr gewusst als meine Ex-Freundin. Was heißt mehr? Auch nicht, ja, ich habe ihr halt mehr erzählt, was mit meiner Ex-Freundin so läuft. Also du hast ihr erzählt, dass da was läuft? Nicht, dass da was läuft, direkt nicht. Aber dass ihr noch engen Kontakt habt? Ja, genau, und das so ungefähr. So, vor einer Woche ist das passiert. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, die beiden haben sich zusammengesetzt. Ach du Jemine. Haben sich unterhalten. Ist natürlich dann alles rausgekommen. Na, Gratulation. Jetzt stehst du da wie ein begossener Pudel. Ja, hab ich gedacht. Aber? Ich hab gedacht, ich würde jetzt den riesen Arschtritt bekommen und stand alleine da. Aber? Ja, jetzt sagen beide, wenn ich zu ihnen kommen würde, dann würden die mir beide verzeihen, weil ich gemacht habe. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Sind ja, die Frauen dumm? Ja. Sind die Frauen dumm? Ja, nur... Das hast du gar nicht verdient, Mensch. Nee, bin ich mir auch im Klaren drüber. Ich weiß auch, was ich da für eine Scheiße gemacht habe. Und du? Ich habe mich da irgendwie immer weiter reingeritten. Ja, ich kann mich zum Verrecken nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da hast du gedacht, ruf mal den Domian an, der sagt mir, ob ich jetzt die eine oder andere nehmen soll. Ja, also ich meine, entscheiden muss ich das letztendlich ja selber. Ja. Da kann mir keiner aber helfen. Aber vielleicht einen Rat geben. Also ich hänge dazwischen. Also Rat geben kann man dann natürlich nicht. Ich kann nur erstmal sagen, dass du super Schwein hast, Markus. Ja, das auf jeden Fall. Das wollen wir erstmal festhalten. Aber super Schwein mit dicken Ausrufungszeichen. Normalerweise hätten die dich beide in den Wind geschossen. Das habe ich auch gedacht. Jetzt hast du zwei tolle Frauen da. Richtig. Beide sagen, ich verzeihe dir, Markus, du bist so ein toller Mann. Ja. Ja, sagen beide Frauen. Richtig. Und jetzt stehst du da und weißt dich nicht zu entscheiden. Richtig. Die möchten halt beide eine Entscheidung haben. Also ich verstehe es auch, die möchten nicht länger in der Luft hängen. Mhm. Und dann, verstehen die beiden Mädels sich denn? Ja, teilweise. Also versuchen schon... Verständnis aufzubringen, obwohl eigentlich bräuchten die das ja gar nicht. Ne? Nee, nein, verstehen die sich? Ich meine, mögen die sich? Ach so, ja, das ist ja, ja, die sind sich beide sympathisch. Ich habe nämlich jetzt gerade eine ganz verwegene Idee. Wie wär's denn mit einer Dreierbeziehung? Ja. Nee, also. Fragen kann man ja mal. Nee, da bin ich eigentlich nicht der Typ für. Also, eigentlich habe ich bis jetzt immer nur feste Beziehungen. Ja, hör mal, du warst aber jetzt ein ganzes Jahr der Typ dafür, für eine Dreierbeziehung. Ja, aber ich habe mich dabei auch nicht gerade toll gefühlt, muss ich sagen. Gut, das war ja auch dann verlogen alles. Aber wenn es ganz offen wäre und wenn die Frauen damit einverstanden wären, ich meine, ich frage ja nur mal so. Ja, man kann also, ja mal auch das Unkonventionelle denken. Ja, aber ich glaube nicht, dass es auf die Dauer gut gehen würde. Gut. Dann bin ich einfach nicht der Typ für. Gut, ist das Thema vom Tisch? Ja. Ja, Markus, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Frau du nehmen sollst. Ja. Welche liebst du denn am meisten? Ja, das ist es ja. Also... Bei meiner Ex-Freundin, erste große Liebe, erste Frau, mit der ich zusammen gewohnt hatte. Und da hängen halt die ganzen Gedanken, also Vergangenheit. Gut, Vergangenheit ist jetzt Vergangenheit, das interessiert mich ja. Jetzt geht's um jetzt. Das sind Vergangenheit, das sind Sentimentalitäten. Ja, sicher. Ja, mehr Gefühle würde ich jetzt sagen, ja, für die neue Freundin. Mhm. Weil, der Reiz des Neuen, kennst du ja bestimmt. Man lernt sich kennen und also ein Jahr ist ja auch noch nicht so lange, dass man sich jetzt in- und auswendig kennt. Du wirst schon sagen, dass du die Neue sehr liebst. Ich habe auf jeden Fall sehr große Gefühle für sie. Ja. Und das merke ich auch. Also mit welcher ist der Sex denn besser? Ja, wenn ich das, also ist mit beiden Frauen sehr schön. Mhm. Kann ich irgendwie nicht trennen. Dennoch, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Punktesieg für die Neue, ne? Das auf jeden Fall, ja. So. Nur ich tue mich sehr schwer damit, also habe ich mich auch schon immer mit schwer getan, andere Menschen zu verletzen. Also ich habe es jetzt ja getan. Und ja, du hast es schon getan. Ja, also. Richtig, die ganze Zeit. Mhm. Nur jetzt definitiv zu einer zu sagen, ich nehme die andere. Aber in der Bredouille bist du jetzt. In der Bredouille bin ich jetzt, ja. Ich glaube, das ist auch nicht die Angst, Menschen zu verletzen, sondern es ist einfach deine Entscheidungsschwäche. Und deine, überhaupt deine Schwäche, sich für irgendetwas auf eine Seite zu stellen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ich
ich tue mich ja verdammt schwer mit. Also so schwer habe ich mich noch nie mit einer Sache getan. Ja. Du verstehst, dass sich mein Mitleid in Grenzen hält, ne? Ja, natürlich. Ich weiß auch, was ich da für eine Scheiße gemacht habe. Ja, nee, das ist völlig klar. Also ich glaube, man muss da wirklich ganz alleine in sich tief reinhören und das entscheiden lassen, was das aktuelle Gefühl sagt. Wo sind die Gefühle im Moment am stärksten? Nicht, wo war die Vergangenheit am schönsten? Na klar, verbindet dich mit der einen sehr viel. Ja, das ist das. Ja. Das Entscheidende ist, was jetzt in deinem Herz vorgeht. Wer wo stärker hinschlägt. Und da musst du dich entscheiden. Das macht bitte sehr schnell, damit die Frau, die dann leer ausgeht, aber auch relativ zügig dann Bescheid weiß und sich darauf einstellen kann. Ja, und da musst du deinen Hintern hochkriegen und dann auch mal endlich klare Worte sprechen. Ja, deswegen, das will ich jetzt auch nicht mehr rauszögern. Weißt du, du hast schon viel Scheiße gebaut. Bau jetzt nicht nochmal Scheiße. Ja. Indem du dich nämlich jetzt schnell verhältst, kannst du dich ordentlich verhalten. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, Markus. Mhm. Dann wünsche ich eine sehr gute, für dich sehr gute Entscheidung. Ja, ich will es hoffen, dass ich das Richtige mache. Der leidende Markus war das. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Ich wünsche dir was. Ciao. Danke, tschüss. Ciao. Da piepst dir immer was, ne? Irgendwas piepst dir immer zu. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, live, wir sind hier live auf dem Sender, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Julius ist hier. Julius ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Jo. Um was geht's, Julius? Ja, ich bin einer der Drillinge, die gestern angerufen haben. Ja, wir hatten gestern einen Fall, da hat ein Mann angerufen, ein Teil von Drillingen, einer von drei Drillingen, der erzählte, dass er bzw. die Drillinge schlimme Erfahrungen mit der Mutter gemacht haben. Jawohl. Es ging um Gewalt in das ist ja irre, dass du heute anrufst und auch gleich durchgekommen bist und egal, ich wundere mich nur. Ich bin auch ganz erstaunt deswegen, weil ich sie gar nicht kenne. Aber mein Bruder hat mir das erzählt, dass er angerufen hat und hat es öffentlich gemacht. Ah ja. Diese Gewalt. Ja. Und es ging wohl um einen Fall, ich war selbst nicht dabei, um einen Fall, dass eine Frau ihren Mann geschlagen hat. Ja, dein Bruder nahm Bezug auf eine andere Geschichte. Genau. Warum hast du dich jetzt heute gemeldet? Weil ich die Dimension dieser Gewalt ganz gerne klarstellen würde. Es ist nicht so gewesen, wie er... Die eure Mutter euch angetan hat? Ja. Ja? Sie war viel schlimmer, als er offensichtlich erzählt hat. Wie schlimm war sie? Fesseln, schlagen, treten, würgen, Gewaltausbrüche unglaublicher Art, die wir bis heute gar nicht fassen können, weil sie von einem Moment auf den nächsten kam. Ja. Und er hat mir erzählt, dass ihn der Mut verlassen hat und dass er nicht genau berichten konnte von seiner eigenen Geschichte. Mhm. Ich kann das aber. Ich bin auch 10 Minuten älter und deswegen darf ich das. Julius, lass uns nochmal in die Geschichte ganz zurückgehen. Euer Vater ist relativ früh verstorben. Ja. Da wart ihr drei Jungs, wie alt? 17. 17. Und mit 14 hat er sich getrennt. Mit 14 hat der Vater sich getrennt. Gab es diese Gewaltausbrüche? Gab es auch schon, als der Vater noch da war, ne? Ja, aber gegen ihn. Gegen ihn. Und als der Vater weg war, so hat dein Bruder das erzählt, richteten sich die Gewaltausbrüche gegen euch, die Kinder. Das setzt sich dann fort eben gegen die Kinder. Ja, lass mich nochmal fragen, hat die Mutter bis zu eurem 14. Lebensjahr euch gar keine Gewalt angetan? Also Gewalt in der körperlichen Form nicht so sehr. Ja. Also es gab mal eine Backpfeife oder irgendwie, aber es war eine verbale Gewalt. Mhm. Eine ewige Schreierei, ein unglaublicher Drill wie am preußischen Hof oder unter dem, was weiß ich, spanischen Hofzeremoniell. Ja. Also es war unglaublich streng. Aber den Vater hat sie auch geschlagen? Ja. Heftig geschlagen? Und mein Vater hat sich nicht gewehrt. Den hat sie zugerichtet geradezu? Jawohl. Mhm. So, nun war der Vater weg. Da wart ihr drei 14 Jahre alt. Jawohl. Steigen wir da mal ein nochmal. Mhm. Und du wolltest jetzt noch konkretere Dinge erzählen. Was ist an sehr schlimmen Dingen passiert? Mit ihm, mit dir? Er hat sich gestern offensichtlich nicht getraut. Wenn er es öffentlich macht, dann muss er auch die ganze Wahrheit erzählen. Mhm. Erzähl du sie. Und die Wahrheit ist, dass er hat mir erzählt, dass du ihn gefragt hast,
warum wir uns nicht gewehrt haben. Ja, ich habe schon gefragt, drei 14-jährige Jungs, da ist ja schon, die sind schon ganz kräftig. Ja. Inwiefern habt ihr euch gewehrt? Wir konnten uns erst jahrelang gar nicht wehren, weil wir durch unsere Muttern morphinabhängig gemacht worden sind. Morphinabhängig? Ja. Das heißt, die Mutter hat euch... Ja, sie hat uns nachts Morphin gespritzt, sie ist Krankenschwester. Gespritzt sogar? Ja. Im Schlaf gespritzt? Naja, also wir waren gefesselt und dann hat sie uns gespritzt. Die hat euch nachts immer gefesselt? Ja. Immer? Ja. Wie? Mit Tüchern, Binden waren es, ja. Das heißt, ihr habt keine Nacht normal geschlafen? Nein. Frei, ohne, gefesselt an Füßen und Händen oder was? Am Gitterbett, ja. Wir hatten drei Gitterbette, die wir behalten haben, bis wir 16 waren. Ist ja unfassbar. Und in der Angst, weil wir so auf Entzug waren während des Tages und natürlich Schule und alles auch noch unglaublich anstrengend wurde deswegen und natürlich auch auffällig wurde, aber es hat uns keiner geholfen, gar keiner. Also das muss man sich ja mal feststellen, da sind drei Jungs, die schon pubertieren. Ja. Die fesselt die Mutter jede Nacht an ein jeweiliges Gitterbett mit Händen und Füßen und geht dann jede Nacht dorthin und spritzt den Jungen Morphin. Ja. Um die Kinder, sie hat das gespritzt, um euch zu beruhigen. Um euch runterzufahren. Jawohl, ja. Und das ist eben diese wirklich brutale Seite dieser Geschichte, aus der es uns unglaublich viel Kraft kostet, sie wieder rauszukommen. Ja. Das glaube ich. Und wir mussten uns mit Entzug beschäftigen und wir mussten... Ich bin völlig entsetzt über das, was du sagst. Wann hat sie im Alter von 14 damit angefangen oder vorher schon mit dem Spritz? Mit 12. Wie viele Jahre hat sie gespritzt? Bis zum 16. oder knapp 17. Lebensjahr. Wie kam es dann, dass sie aufgehört hat? Habt ihr euch dagegen gewehrt oder was kam da? Es hat jemand festgestellt und der Nachschub war nicht mehr gegeben. Sie arbeitete in einem Krankenhaus und dann ist aufgefallen, dass so viel Morphin gefehlt hat. Die hatte euch 4 Jahre lang jede Nacht Morphium gespritzt? Ja. Da müsst ihr doch wirklich auch somatisch völlig, du sagst es. Am Boden gewesen sein, ne? Du sagst es. Und unser Vater hat sich immer nur gewundert, warum wir so somnambul sind, beziehungsweise warum wir unglaublich gezittert haben, weil wir wussten ja, dass die Ration abends erst sozusagen kam. Wir wussten aber nicht, welche Zusammenhänge es gab, ja. Mhm. Das war das Problem. Mhm. Wir waren ja keine Mediziner mit 14. Mm, mm. Wir wussten nicht, was uns geschieht. Ja. Konntet ihr denn dann überhaupt mit dieser Dosis dann eure Schule bewältigen? Also sehr viel später hat sich herausgestellt, dass die Dosis natürlich dauerhaft erhöht worden ist. Ja, das ist weil das natürlich irgendwann mal aufhörte zu wirken in der Form. Mm. Und dass wir natürlich plötzlich zwar Entzugserscheinungen hatten, aber eben, jetzt kommt es mir doch wieder ein bisschen hoch. Ja. Dort saßen und zu kämpfen hatten mit Schweißausbrüchen, mit Unkonzentriertheiten und so. Und es haben sogar die Lehrer mitgekriegt auf einem sogenannten Elite-Gymnasium. Aber es hat keiner was unternommen. Ach, ihr wart auf einem Elite-Gymnasium? Ja. Und die Leistungen wurden natürlich nicht schlechter, aber es war mit einer unsäglichen Disziplin und einer unglaublichen Kraftaufwendung überhaupt machbar. Das bedeutet, dass ihr deshalb euch auch, abgesehen von dem Respekt und der Angst wahrscheinlich, die ihr vor der Mutter hattet, euch deshalb auch nicht wehren konntet. Ja. Weil ihr einfach dann nicht in der Lage zu wart. Und wir fühlten uns völlig verlassen von unserem Vater, der natürlich ein sehr, um es jetzt etwas prägnant zu sagen, ein feiges Verhalten an den Tag gelegt hat. Ja. Er ist gegangen. Wir konnten uns nicht scheiden lassen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe von deinem Bruder, hat er gesagt, mit 18 seid ihr weg von der Mutter. Ja. Gab es jemanden, von dem du sagst, der hat uns gerettet, der hat uns da rausgeholt? Nein, das waren wir selbst. Das wart ihr selbst. Ihr habt mit 18 die Entscheidung getroffen, jetzt gehen wir? Wir müssen gehen, sonst sterben wir. Wo seid ihr mit 18? Ihr wart ja auch wirklich noch Jungs und ohne Einkommen, ohne alles. Wo seid ihr hingegangen? Ja, ich habe mein Abitur gemacht, mein Bruder auch. Und mein dritter Bruder war in der Ausbildung. Und wir standen wirklich auf der Straße. Wir haben 2 Koffer gepackt und standen auf der Straße und dann haben uns Freunde aufgenommen. Und habt euch dann so durchgeschlagen, bis ihr das erste Mal? Naja, durchgeschlagen ist gut. Das Problem war halt wirklich erstmal sozusagen eine neue Definition von dem Sein zu schaffen. Verstehe. Und zum ersten Mal in unserem Leben, und das war das zweite sehr, sehr fatale dabei, mussten wir uns trennen.
Es hat kein anderer Mensch ausgehalten, uns zu dritt mit diesem unglaublichen Erlebnis, mit diesem unglaublichen, wo wir kaum drüber reden konnten. Es erinnerte mich ein bisschen tatsächlich an Versuchsopfer in Konzentrationslagern, die nicht in der Lage waren, durch diese Paralyse überhaupt drüber zu reden. Wir haben uns unsäglich geschämt, dass uns das passiert ist. Julius, wie lange habt ihr, oder jetzt du, ich spreche jetzt gerade mit dir, hast du gebraucht, um den Körper wieder einigermaßen ins Lot zu bringen? 5 Jahre. 5 Jahre. Das heißt, 5 Jahre habt ihr mit diesem Entzug zu kämpfen gehabt. Ja. Die anderen Jungs auch. Und mit der gegenseitigen, der Entzug ging bei uns unterschiedlich schnell vonstatten. Einer hat dann substituiert und der andere hat gar nichts unternommen und ist praktisch dauernd auf. Habt ihr denn dann auf Speed gewesen? Auf Turkey gewesen. Mhm. Habt ihr denn relativ flott euch auch wirklich medizinische und psychologische Hilfe gesucht? Nach vielleicht 5 oder 6 Jahren, als einer meiner Brüder einen Selbstmordversuch gemacht hat. Das heißt, die härteste Zeit habt ihr ganz alleine für euch verbracht? Ja, und wir konnten den letzten nicht, Konstantin nicht beschützen und sind dann beide völlig zusammengebrochen. Wie ist die Situation heute? 36 Jahre seid ihr alt. Lebt ihr wieder zusammen, ihr drei? Abwechselnd. Habt ihr geheiratet? Gibt's Frauen auch? Ein Bruder hat geheiratet und die anderen Brüder sind schwul. Ach so. Mhm. Mhm. Bruder sagte gestern, dass dieses Grauen euch ungeheuer, vielleicht noch viel mehr als Drillinge zusammen schon verwachsen sind, euch zusammengeschweißt hat. Ja, aber auch in der Ohnmacht zusammengeschweißt, dass plötzlich drei Menschen, die erwachsen werden, merken, dass sie hilf- und wehrlos sind, immer noch, und dass sie in ihrer Entwicklung retardiert sind und dass sie die Begrifflichkeit des Seins völlig neu definieren müssen. Ich glaube, deswegen fällt mir es jetzt so schwer, auch so, es nimmt mich wirklich mit, auch zu sehen, dass ganz gewisse Dinge einfach so nicht stimmen, wie man sie uns beigebracht hat. Ja. Ich habe das gerade schon gehört, Stichwort gesagt, Elite-Gymnasium und Drill und so. Was ist aus euch geworden, wenn ich das fragen darf? Was machst du vom Beruf? Ich bin in der Medienlandschaft. In der Medienlandschaft. Und die anderen beiden? Der eine ist Banker und der andere ist Jurist. Also aus allen Jungs was Ordentliches geworden. Ja. Zumindest beruflich. Die Mutter lebt noch, ne? Ja, genau. Gab es irgendwann die Überlegung, sie anzuzeigen? Wegen Misshandlungen, wegen Gewalt? Es gibt ja wahrscheinlich 1000 Vorwürfe, die man im juristischen Sinne auch machen kann. Jetzt halte ich fest, es ist verjährt. Das ist verjährt? Es ist verjährt. Das heißt, ihr habt euch schlau gemacht? Keine Chance, irgendetwas zu unternehmen. Wir haben versucht, das auf einen Mordvorwurf wenden zu lassen, aber der ist in der Form nicht beweisbar. Es ist eine schwere und gefährliche Körperverletzung und der ist verjährt. Weißt du irgendwas von der Mutter, wo sie lebt, wie sie lebt, was sie macht? Nein. Gar nichts. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Nach unserem Auszug das letzte Mal. Das letzte Mal. Und sie hat alles unternommen, also wir haben Geheimadressen, Geheimtelefonnummern und so weiter, aber sie hat, ihr ist es wirklich gelungen, einen von uns ausfindig zu machen. Und das nur deswegen, weil es, ja, wie der Zufall so will, einen Umzug gab. Und innerhalb dieses Umzugs gibt es ja so einen Freiraum. Und dann wurde das eingetragen und dann hat sie es ausfindig gemacht. Und dann? Ja, das war sehr tragisch, weil dann muss man sich ja erklären. Das war ja wie ein Verhör, warum man sich nicht meldet. Und völliges Unverständnis, warum wir so pingelig und warum wir nicht vergessen können und warum das alles so... Wie alt wart ihr da? 32. Ach, so viel Zeit war da schon vergangen? Ja. Und dennoch hat sie euch Vorwürfe gemacht und... Ja. Und wir haben alles unternommen, unsere Lebenssituation, unsere Sachen zu verschleiern. Also wirklich alles unternommen, weil wir zwar alle gut therapiert sind, das Problem ist nur, der kommt man nicht aus. Bitte, der kommt man? Nicht aus. Also es ist immer noch so eine Art, unsere Mutter hat immer noch in irgendeiner Form Macht. Ja, ja. Und das wird man nicht los. Hast du Hass auf sie? Ja, komischerweise habe ich mich wirklich nach so vielen Jahren nicht versöhnt, aber eine Form von, dass es mir egal ist. Weißt du, ich kann nicht zurückgucken, es war zu schlimm und du musst diese Vergangenheit irgendwann... Ich meine, wenn das wirklich so ist und man sich das nicht nur einredet, wenn man wirklich sagt, das ist mir egal, ist das, glaube ich, ein ganz großer Fortschritt, ne?
Ja, aber weißt du, es hat 16 Jahre gedauert, ja, ja, um überhaupt dahin zu kommen. Und der Weg dorthin war so schlimm und so gefährlich und so suizidal und so traumatisch. Dass sich das niemand wahrscheinlich von uns vorstellen kann. Nein, dass ich jetzt nicht sagen kann, naja, das war easy living. Ja, 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 das ist mir schon klar. Das ist mir völlig klar. Gab es denn in diesen vielen furchtbaren Jahren nach der Trennung, also nachdem ihr da abgehauen seid, ich sag jetzt mal, ich meine, das ist ja, wäre ja auch normal und ganz natürlich, so eine Lust oder ein Verlangen, diese Frau zu töten? Ja, 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 gab es tatsächlich. Wir zu dritt sind wir jetzt ziemlich stark und wir haben dann festgestellt, dass das ja das Absurdeste wäre, wenn man für das Verbrechen, was man uns angetan hat, in der Replik fürs ins Gefängnis ginge, während ihre Straftaten verjährt sind. Es wäre absurd und nur das hat uns abgehalten. Aber wir haben wunderbare Fantasien gehabt. Das glaube ich, ja. Fenster stürzen und Klippen schmissen und ähnliches. Kannst du dir ausmalen, oder könnt ihr euch ausmalen, warum dieser Mensch so böse ist? Ich habe eine sogenannte Familienaufstellung gemacht, wovon ich vorher nichts wusste, aber weil es so dramatisch war. Und weil es wahrscheinlich keinen ähnlich gelagerten Fall gibt, zumindest kenne ich in der Rechtsprechung keinen. Und ich fürchte, oder zu ihren Gunsten will ich annehmen, dass sie paranoid schizophren ist. Mhm. Und das ist das mildeste Urteil, was ich fällen kann. Und deswegen können wir ein bisschen gelassener hingucken. Mhm. Erst dadurch, weil das muss krank sein. Das kann kein Mensch bei Verstand wirklich wollen. Weil wenn du dir die Dimension vorstellst, dass es jemand bewusst und gewollt macht, diese drei Jungs und später drei junge Männer zu vernichten und du dir erklären musst, warum das deine eigene Mutter mit dir macht, darauf wirst du nie im Leben eine Antwort finden, niemals. Julius, das haben wir uns für diese Sendung sehr lange unterhalten. Ja. Ich danke. Ich hoffe sehr, dass du das hast sagen können, was für dich wichtig war, was dir am Herzen lag. Darf ich einen Satz noch sagen? Bitte. In diesem Fall, der da gestern wohl Thema war, ging es ja auch um Gewalt in der Familie. Mhm. Und eins an alle, die gestern gesprochen haben und zugehört haben, möchte ich appellieren in der Form, eine Gewaltspirale wird man nur beenden, indem man geht. Mhm. Es wird niemals anders sein können. Mhm. Und jemand, der sich schlagen lässt, ist zwar Opfer, aber er ist wehrlos und hilflos. Und er wird, als Opfer wirst du niemals die Möglichkeit haben, dich davon zu befreien. Außer du gehst. Mhm. Wirklich zu gehen. Ja. Das Problem bei uns war ja, dass wir so abhängig waren. Ja, mental, ja. Finanziell, alles Mögliche. Ja, und eben auch noch durch diese Droge. Ne? Und durch die Droge. Ja. Aber jemand wie gestern, dieser Fall offensichtlich, ein Mann, ein Erwachsener, der sich schlagen lässt, der Vater eines Kindes wird, der muss gehen. Und das Angebot dieser Frau, ihm vorzuschlagen, selbst zu gehen, aus Schutz, muss er unbedingt annehmen. Und wenn er es nicht tut, muss er beim Familiengericht einen Antrag stellen auf Entfernung dieser Frau aus der Wohnung. Mhm. Sie wird nicht aufhören. Ohne Therapie wird sie nicht aufhören. Ich danke dir für den Hinweis. Ich danke für die Darstellung. Ja, und grüß die beiden Jungs von mir, die Brüder. Ja. Herzlich. Danke. Vielleicht unbekannterweise, auch wenn der dritte mich auch nicht kennt. Ja, aber vielleicht jetzt durch die Öffentlichmachung lernt er dich kennen. Ja, von Herzen alles Gute für euch drei. Tschüss, okay. Julius. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und jetzt kommt der Achim in die Sendung. Hallo Domian. Achim ist 35 und steht irgendwo auf der Straße, oder? Ja, er steht nicht, er wollte. Wie, während des Autofahrens? Mit Freischalt? Ja. Sagen wir nein, ist ja egal. Mit Freisprechanlage? Nein, auch nicht. Oh, das will ich nicht hören, dann kann ich nicht weitersprechen. Ja, okay. Mit Freisprechanlage. Okay, so. Alles klar. Um was geht's? Thema ist Zähne, Zahnschmerzen. Und zwar, kurze Vorgeschichte, ich hatte immer schon eine panische Angst vom Zahnarzt. Ich denke mal, dass doch schon fast panisch ist. Und von Grund auf schon schlechte Zähne gehabt. Ja. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass irgendwann die Zähne hinüber sind. Jetzt habe ich mich letztes Jahr dazu entschieden, eine Komplettsanierung zu machen, sprich unter Vollnarkose, OP. Es wurden, soweit ich weiß, 10 Zähne gezogen, 8 Stück abgeschliffen, 2 sind noch geblieben. Ja. Das Ganze überkront und Brücken aufgesetzt. So, das ist jetzt zwar erst circa 2 Monate her, aber die Schmerzen hören nicht auf. Mhm.
und ich drehe daran durch. Das heißt alternativ, ich nehme Schmerzmittel. Ja. Aber es ist nicht der Sinn der Sache, weil der Kreislauf leidet drunter. Ist klar. Achim, lass mich fragen, wie stelle ich mir im Moment deinen Mund vor? Es sind so viele Zähne entfernt worden. Gibt es Implantate oder trägst du eine Prothese oder wie? Ja, Brücken sind das. Brücken. Also, wenn man jetzt in deinen Mund reingucken würde, sähe es gut aus. Ganz normal. Wunderbar. Ganz normal. Schön weiß und toll. Klasse, so Zähne hatte ich noch nie. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Nur, woher kommen die Schmerzen? Das hat der Zahnarzt mir eben so erklärt, dadurch, dass die Zähne abgeschliffen wurden, bis auf circa einen Millimeter vor den Nerv und überkront wurden, ist damit der Zahnschmerz weg, der eigentliche Schutz vom Zahn. Mhm. Also die Kronen können das nur bedingt herstellen. Mhm. Das heißt, der Nerv, der wird sich mit der Zeit zurückziehen, aber das ist eben eine schmerzhafte Angelegenheit. So, das Ganze kann sich unter Umständen bis zu einem halben Jahr ziehen. Oh weia. So, jetzt kommt bei mir noch erschwert hinzu, durch meine Angst und darauf, dass ich mich immer richtig auf den Schmerz konzentriere, ist es bei mir nochmal so schlimm. Ja, also ich halte fest, der Zahnarzt, wollen wir ihm glauben, sagt, dass das nach so einem wahrscheinlich sehr brutalen Eingriff oder radikalen Eingriff, dass das etwas Normales ist, dass man danach Schmerzen hat und auch unter Umständen noch für einen längeren Zeitraum. Richtig. Und der sagt, damit müssen Sie sich arrangieren, ich gebe Ihnen hier Schmerzmittel und im halben Jahr ist die Sache vergessen. Ja, also es kann bis zu einem halben Jahr dauern, könnte auch früher sein. Ja. Nur es ist halt bei mir ziemlich extrem, es ist wirklich 24 Stunden am Tag. Das heißt, während wir beide uns jetzt unterhalten, tut es dir auch heftig weh. Nein, mittlerweile habe ich schon wieder eine Tablette genommen, also sonst verstehe ich auch die Arbeit nicht. Das ist eine Katastrophe, ich fahre LKW. Ja, ja. Also ich nehme dann schon noch Schmerzmittel. Und die Sache ist, das geht wiederum auf den Kreislauf. Das heißt, körperlich macht es mich irgendwo auch dann ganz fertig. Das heißt, das sind dann aber auch heftige Schmerzmittel, ne? wenn die auch auf den Kreislauf schlagen? Ja, was heißt heftig? Ich nehme dagegen eigentlich Aspirin, Migräne, aber die sind ziemlich stark, ja. Ah ja. Und das Problem daran ist, die verdünnen das Blut. Das heißt, der Körper bekommt nicht genug Sauerstoff und das ist eben was den Kreislauf belastet. Verstehe. Hast du ein gutes Gefühl zu dem Zahnarzt? Glaubst du dem? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da bist du in guten Händen. Ich habe jetzt einen Zahnarzt gefunden, den ich vertraue. Er hat seine Arbeit auch wunderbar gemacht. Mhm. Da kann ich gar nichts sagen. Und ich gehe mal davon aus, das stimmt schon, was er sagt. Ich denke auch, dass das bei mir mehr eine Kopfsache ist. Mhm. Mhm. Das größte Problem daran ist eigentlich, dass das meine Familie zu spüren bekommt. Mhm. Dass ich im Moment für jeden kleinen Furz direkt austicke. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Also, medizinisch ist es so, wie es ist. Und du wirst das dann wahrscheinlich so aushalten müssen, hoffentlich nicht so lange. Die Frage ist jetzt, gibt es vielleicht irgendeinen Trick, dass man dir helfen kann, dass die Konzentration gebrochen wird darauf? Ne? Ja, das ist das wär's, ne? Die Frage, genau. Das wär's. Also mir sagte meine Bekannte, ich müsste da wohl irgendwie eine Schmerztherapie machen, dass ich lerne, mit dem Schmerz zurechtzukommen, was das auch heißen mag. Ach, das ist alles, glaube ich, viel zu aufwendig jetzt. Und du brauchst eine schnelle Hilfe. Du brauchst irgendwie einen sehr pfiffigen Psychologen, der dir einige Handgriffe, sage ich mal, irgendwie nahebringen könnte, dass sich so ein Schalter umlegt in deinem Kopf. Richtig. Ist jetzt alles leicht gesagt, weiß ich auch. Ja. Aber da weiß ich natürlich nicht Bescheid, wie und wer das am besten sein könnte und wie man das macht. Weil die Zeit drängt ja. Das ist ja, du bist ja in einer Notsituation, kann man ja sagen. Ja, die ganze Sache, eine tickende Zeitbombe. So, deswegen, da habe ich natürlich jetzt kein Fachwissen. Da möchte ich jetzt, dass du mit meinem Psychologen drüber berätst. Ja. Das Verfahren ist, dass du auflegst und mein Psychologe, der heißt Peter mit Vorname, ruft dich sofort wieder an. Okay. Vielleicht hat er eine Idee, dass irgendwo in deiner Gegend, auch zeitlich einrichtbar für dich, dass du zumindest zu einer ambulanten Beratungs- oder Gesprächsschnelltherapie gehen kannst oder irgendwas. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit für so einen Fall. Mhm. Ja, dann legst du bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay, da bedanke ich mich. Alles Gute, Achim. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Marion, 41 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja. Hallo Marion. Bin ganz aufgeregt. Ist völlig normal. Und zwar hat das Thema auch mit Gewalt zu tun, ganz traurig, und zwar Gewalt in der Altenpflege. Oh. Ich bin seit über 20 Jahren in der Altenpflege. Ja. Und habe vorher also verbale Gewalt erlebt, selber.
bei den alten Menschen, aber dann musste ich erfahren, es gibt auch körperliche, ganz schlimme Gewalt. Die man alten Menschen antut. Genau. Die in einem sehr abhängigen Verhältnis stehen, zu Pflegern, zu Betreuern. Die sind abhängig. Da sind viele Menschen, ja. Die sind dement, die können sich gar nicht mehr richtig äußern. Denen wird auch gar nicht mehr geglaubt, weil öfters reden sie dann mal Unsinn, wollen zu Mama und wollen nach Hause. Wer tut diesen Menschen Gewalt an? Pflegepersonal. In welcher Form? Die sind überlastet und die kommen damit nicht klar. Die müssen schnell arbeiten, sauber arbeiten, müssen viel Dokumentationsarbeit führen. Und ich denke, da kommt es dann zu Überlastungen. Okay, meine Frage war, in welcher Form sie ihnen Gewalt antun? Entschuldigung, genau. Was machen sie? Also die Form, die ich erlebt habe, war ganz grauenhaft. Das war hin zum blauen Auge, Hämatome am ganzen Körper. Blaues Auge heißt aber, dass man draufschlägt. Richtig draufschlägt. Also wie die Bewohnerin mir sagte, an den Haaren gefasst und mit dem Kopf gegen eine Türklinke gehauen. Aber das ist ja das kann man ja nicht mehr erklären mit Überlastung. Mit Überlastung erklären, dass sie nicht richtig gepflegt werden. Aber jemanden zu schlagen, da ist ja noch eine andere Energie dahinter. Richtig, richtig. Und das kam ja auch, wie gesagt, von dieser einen Schwester, von der einen Kollegin. Ich stand da auch ziemlich alleine mit diesem Problem, habe das im Team angeschlagen, aber da hat da irgendwo keiner richtig hinter mir gestanden aus Angst. Redest du jetzt von einer Einrichtung, genau, in der du auch arbeitest, wo das stattfindet? Gearbeitet habe. Ich bin damals da ganz panisch abgehauen. Wie lange bist du da schon raus? 1,5 Jahre. Ja. Wie oft ist dir das aufgefallen, dass so etwas passiert? Wie oft? Also andauernd. Andauernd. Im Dienst war, ist es andauernd gewesen. Also sie hat permanent zugeschlagen. Also es geht um eine Kollegin? Eine Kollegin, richtig. Ah ja. Mhm. Warum hast du nicht Anzeige erstattet? Also ich war vor dieser Einrichtung in einer Geronto-Psychiatrie, hatte da einen 25,5-Stunden-Vertrag, wollte einen 40-Stunden-Vertrag. Dieses Haus hat einen 40-Stunden-Vertrag. Oh, jetzt geht die Leitung, wird ganz schlecht, Marion. Geh mal irgendwie zum Fenster. Ja. Wir haben dich jetzt gerade fast gar nicht richtig verstehen können. Also ich sag mal, die Frage war, warum hast du diese Pflegerin nicht angezeigt? Ja, ich kann das jetzt tun, aber das gibt nichts. Marion, ich kann dich nicht mehr verstehen. Ich mache folgenden Vorschlag, wir beenden das Gespräch. Meine Regie versucht dich nochmal anzurufen und irgendwie eine bessere Leitung zu kriegen, okay? Ja, okay. Okay. Melanie, 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Melanie. Und zwar geht es sich um meinen Sohn. Ja? Der ist 9 Jahre alt. Ja? Und stiehlt seit knapp ein halbes Jahr. Wo und was? In den Geschäften, in der Schule, zu Hause. Sag mal ein Beispiel aus den Geschäften und in der Schule. Im Geschäft hat er ein Gewehr geklaut für Karneval und Handschellen. Ja. In der Schule hat er Yu-Gi-Oh!-Karten weggenommen. Ja. Und Hefte von der Fräulein. Und so geht es einfach nicht weiter. Ich bin nervig am Ende, da ich auch alleinerziehende Mama bin. Ja, hast von du noch, 3 Kindern. Ach, von 3 Kindern sogar. Wie alt sind die anderen Kinder? 7 und 4. Da hast du eine ganze Menge zu tun. Oh ja. Dann kann man so sagen. Ist das jetzt eine neue Erscheinung von ihm oder hat er das früher auch schon öfters mal gemacht? Das geht jetzt seit knapp ein halbes Jahr. Ja. Vorher ist er nicht auffällig gewesen? Nein, überhaupt nicht. Wenn du so mit ihm sprichst und wahrscheinlich schimpfst du auch mit ihm, wie reagiert er darauf? Er weint dann, stellt sich dann auf stur. Mhm. Also da kann man auch machen, was man will. Er sagt dann nicht, was los ist, überhaupt nichts. Mhm. Wie reagierst du denn? Schimpfst du sehr? Schlägst du ihn auch? Ja, ich habe ihn heute geschlagen. Mhm. Das tut auch tierisch weh. Hm. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass du auch so sehr überlastet bist. Wenn du alleinerziehende Mutter bist von 3 Kindern, ist es ja auch sehr schwierig, allen großer, genau die richtige Aufmerksamkeit zu schenken und dann auch in so einer Notsituation, Problemsituation sich richtig zu verhalten. Mhm. Hast du mal mit einem Lehrer gesprochen? Nee, der Direktor hatte mich jetzt angerufen und hatte mir nur gesagt, dass der Raphael 2 Schulhefte weggenommen hat von seiner Fräulein. Ja. Und mehr hat man auch nicht darüber gesprochen. Mhm. Im Laden, in den Geschäften, ist er da schon erwischt worden? Nein, aber ich bin heute mit ihm zurückgegangen, wo er die Handschellen geklaut hat. Und hast du zurückgegeben? Ja, habe ich zurückgegeben. War er dabei? Ja, er war dabei, hat geweint
Und da hat die Verkäuferin gesagt, wenn es jetzt nochmal passiert, dann wird eine Anzeige gemacht. Ja. Hast du das Gefühl, ich meine, das wäre ja schon ein ganz guter Trick, dann gemeinsam mit ihm dahin zu gehen und ihn auch zu konfrontieren mit der Situation. Hast du den Eindruck gehabt, dass ihm das schon sehr leid getan hat? Nee, eher nicht, würde ich sagen. Auf gar keinen Fall, weil es ist ja nicht das erste Mal, ne? Ich hab den Eindruck, Melanie, ich glaube, die allerbeste Lösung, das können wir beide gar nicht hier jetzt so theoretisch am Telefon lösen. Mhm. Ich finde, dass du dir Hilfe suchen musst. Ich finde, dass du mit dem Problem, das schaffst du nicht alleine, bin ich sicher, dass du mit dem Problem... Oh, das hat nicht geschafft. Ja, deswegen habe ich angerufen. Genau, und jetzt ist vielleicht auch noch früh genug, da eine Notbremse zu ziehen, dass es sich nicht noch schlimmer ausweitet. Du musst mit dem Jungen zu einer Beratung, zu einer Kinder- und Jugendberatungsstelle. Mhm. Unbedingt. Warst du schon mal in so einer Einrichtung? Ja, ich war schon mal in so einer Einrichtung, aber das wurde dann alles auf mich geschoben, auf die Scheidung und warum der Vater weg ist. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann abgebrochen. Verstehe, weil du auch das Gefühl hast, das bringt ja eh so nichts. Eben. Mhm. So, jetzt wollen wir mal einen Versuch unternehmen. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Mehr kann ich auch nicht, aber vielleicht hilft's ja. Du wirst jetzt gleich mit meinem Psychologen sprechen. Mhm. Der wird dir Einrichtungen in deiner Nähe sagen. Mhm. Guck du schon mal, wie die Einrichtung hieß, in der du warst. Damit, oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Ja, vielleicht hast du die Erinnerung nochmal. Mhm. Damit du da nicht nochmal hingehst. Und, ja. Vielleicht hat mein Psychologe auch noch eine andere Idee, was wir auch mit dem Jungen noch speziell alleine machen könnten. Mhm. Ne, damit jetzt so von allen Seiten eine Hilfe geleistet wird. Ja. Also das könnte ich dir anbieten und ich hoffe, dass da vielleicht ein bisschen doch was, oder was heißt ein bisschen, dass da was rumkommt bei. Ja klar, ich will ihn ja auch nicht nochmal schlagen. Ne? Ja, genau. Also ich habe ihn heute so den Popo verwimst. Mhm. Also ich will das auch nicht nochmal, ne? Von daher. Ja, verstehe. So Melanie, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Alles klar, Domian. Alles Gute. Danke. Und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschö. Hier ist doch glatt noch eine Melanie. Und die ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Eheprobleme nach einer Operation. Nach einer Operation? Was für eine Operation? Nach einer Krebsoperation. Was war das für ein Krebs? Gebärmutterhalskrebs. Ja. Und zwar... Seit wann bist du aus dem Krankenhaus raus? Bitte? Seit wann bist du aus dem Krankenhaus raus? Ja, das war eine Geschichte im letzten Jahr im Mai. Mhm, Und ja, seitdem habe ich keinen Geschlechtsverkehr mehr mit meinem Mann. Mhm. Also man sagte mir, die Geschichte war, ein Jahr dürfte ich nicht schwanger werden. Ja. Und... Aber du kannst sogar noch mal schwanger werden. Ich kann auch schwanger werden. Ja. Mhm. Die wollten mir die Gebärmutter normal entfernen, mhm. aber die haben gesehen, dass ich noch so jung bin, also dass meine Kinderwünsche eventuell noch nicht erfüllt sind, mhm. und haben mir dann nochmal eine Chance gelassen, also weil der nicht verstreut war, die mhm. konnten den so entfernen, haben sie dann gesagt, wir lassen die Gebärmutter nochmal drin. Mhm. Sagten aber zu mir, ich dürfte ein Jahr nicht schwanger werden, weil mhm. die Gefahr besteht, also wenn der Krebs nochmal ausbricht, die Gefahr könnte bestehen, dann könnte ich halt kein Kind echt zur Welt mhm. bringen. Ja, und daraufhin habe ich auch Depressionen alles gehabt, war beim Nervenarzt in Behandlung. Ja. Ja, und seitdem hat sich dann gar nichts mehr abgespielt. Liegt das an dir oder liegt das an deinem Mann? Ne, liegt mehr an mir. Das heißt, weil du keine Lust hast? Ja, Lust schon, nur die Angst, die ist da, ne? Vor was? Also ich habe Angst, schwanger zu werden, ne? Weil mhm. ich hatte auch vorher mit dem Kollegen gesprochen und der sagte mir, ja, verhüten. Habe ich gesagt, ja, Problem ist, weil die Pille habe ich auch nicht so vertragen. Mhm. Und ich sag mal, trotz Pille bin ich vor meinem Sohn, der ist jetzt 5, bin ich schon mal schwanger geworden. Ja. Das war aber eine Fehlgeburt. Ja, und Kondome, man kennt das ja alles so, ne? Kann ja trotzdem mal reißen und... Mhm. Ne, und weiß ich nicht. Und dann war da noch eine Geschichte... Du gibt es ja außer Pille und Kondom noch andere Möglichkeiten zu verhüten.
Hast du denn da mit deinem Frauenarzt mal ausgiebig gesprochen, auch dass du Angst davor hast und dass er dich berät, dass vielleicht eine Spirale noch eingesetzt wird und zusätzlich ein Kondom, dass man so doppelt nach dem Motto doppelt hält besser, dass du dann ein bisschen beruhigter bist? Hast du mal gesprochen mit einem Frauenarzt? Nee, gar nicht. Warum nicht? Ich hatte nur mit einem Nervenarzt darüber gesprochen, ja? Weil bevor der Krebs festgestellt wurde, da war ich zum Krebsabstrich, habe einen Bescheid gekriegt per Brief, ich sollte mich bitte melden, da wäre mit dem Krebsabstrich irgendwas nicht in Ordnung und da bin ich auch erstmal nicht hingegangen, habe ich total abgeblockt, total Panik gehabt. Ja, und dann so, ich sag mal, normal hätte ich mich innerhalb von einer Woche melden müssen, da bin ich erstmal einen Monat hingegangen. Ja, und dann heißt das ja nicht sofort im Krankenhaus, dann kontrollieren die ja nochmal per Abstrich. Also ich merke schon, dass du jemand bist, der das gerne so ein bisschen verschiebt. Ja, so. Nun ist es aber alles dann passiert und es ist zur Operation gekommen, wie du gerade geschildert hast. Jetzt sag mir mal den Grund, warum du dich gerade, was diese Verhütungsgeschichte anbelangt, weil das ist ja der Hauptgrund, wie du mir schilderst. Nicht hast beraten lassen, richtig. Ja, Domian, ich muss dabei erzählen, die Geschichte ist, ich bin im Krankenhaus gekommen, also bevor ich im Krankenhaus gekommen bin, ist da eine Geschichte passiert. Und zwar, da war ein sexueller Missbrauch durch meinen Schwiegervater. Und Bevor du ins Krankenhaus gekommen bist oder ganz früher? Bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin. Da ist auch über eine längere Zeit gelaufen. Moment, was hat er dich vergewaltigt oder was? Was heißt vergewaltigt? Also da war damals die Geschichte, ich habe bei denen gewohnt. Ja. Und die Frau, die wollte das damals nicht mehr und da war ich gerade 19 und ich wusste nicht wohin, auch Elternprobleme zu Hause gehabt und da hat dieser Mann mir vorgeschlagen, im Keller zu schlafen. Mhm. Und dann habe ich auch im Keller geschlafen und wie gesagt, am Morgen, der hat mir die ganzen Klamotten geklaut und hat dann morgens zu mir gesagt, komm hoch in die Wohnung, es war ja keiner da, die Frau, die war arbeiten in Herrgottsfrühe. Und hat dann Fotos von mir gemacht. Und diesen Fotos hat er mich erpresst. So. Jahrelang. Ich meine, ich weiß auch... Also wir reden von deinem Schwiegervater, ne? Um es klarzustellen. Er hat Fotos gemacht, aber es ist nicht zum sexuellen Akt gekommen. Ist es auch, ja. Ist es auch? Ist es auch, ja. Aber nur einmal. Ja. Das heißt, es gibt auch zusätzlich zu dieser Krebserkrankung auch noch eine schwerwiegende, für dich seelisch belastende Vorgeschichte. Genau. Von der dein Mann nichts weiß. Doch, er weiß davon. Er weiß davon. Also, ja, ich hatte ihm das gesagt, also wann habe ich ihm das gesagt? Im September letztes Jahr. Das heißt, dass diese sexuelle Unlust nicht alleine darauf zurückzuführen ist, dass du Angst hast, schwanger zu werden, sondern es hat auch noch diese Vorgeschichte, von der du gerade erzählt hast. Ich weiß nicht, ob es damit jetzt was zu tun hat. Also es könnte sein. Also wie gesagt, ich denke darüber nicht mehr viel nach. Ich verdränge jetzt auch viel. Ne? Wie geht denn jetzt dein Mann damit um, dass ihr keinen Sex habt seit über einem Jahr? Oder nicht ein ganzes Jahr, aber seit einer längeren Zeit schon. Gut, klar, ihm gefällt es auch nicht. Ne? Ich meine, er hat auch Bedürfnisse. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, er hat eigentlich Verständnis dafür. Ne? Ja. Also er weiß, was mit mir los war. Er weiß die Krankheit. Er weiß, was mit meinem Schwiegervater los war. Also da hat er eigentlich Verständnis. Was ja schon mal gut ist, dass du nicht da... aber du hast gerade, als wir angefangen haben zu sprechen, hast du gesagt, es geht um Eheprobleme. Ja. Also es ist da doch irgendwas nicht in Ordnung. Ja, also es ist nicht so, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist nicht so, er hat zwar Verständnis, aber klar zanken wir uns auch. Also ist normal, er sagt auch, ich habe auch Bedürfnisse. Verstehe. Und, also Melanie, ich finde, dass du auf zwei Schienen fahren solltest im Moment. Die eine ist, dass du dich wirklich von einem Frauenarzt in Sachen Verhütung nochmal und ganz ausgiebig beraten lassen solltest. Mhm. Und diesem Frauenarzt auch deine Angst erklären solltest. Ja. Dass er dir noch, dass er dich einfach aufklärt, was du in deiner Situation am allerbesten machen kannst, um das Risiko, schwanger zu werden, wirklich auf einen Nullpunkt quasi zu fahren. Das ist das eine. Das andere, das kann ich gar nicht einschätzen, welche Auswirkungen diese Geschichte mit dem Schwiegervater auf dich hat. Mhm. Welche seelischen Verstrickungen da noch sind. Da würde ich ja wieder rein. Du warst bei einem Psychiater, sagst du. Mhm. Aber offensichtlich hat das ja nicht so dolle geholfen. Mhm. Dass du dich doch an einen Psychologen wendest. Da könnte ich dir auch gerne behilflich sein, noch mit einer Anschrift oder einer Telefonnummer. Mhm.
Ja, wie gesagt, also ich war ja schon in Behandlung. Also ich habe da jetzt nicht viel drin gesehen. Aber ich meine, im Moment verdränge ich es auch noch, weil ich habe diesen Mann angezeigt. Mhm. Und da ist auch noch nichts zur Gerichtsverhandlung gekommen. Also ich weiß nur, dass die Gegenseite sich einen Anwalt genommen hat. Mhm. Und ich war auch bei einer Anwältin. Aber siehst du mal, was da auch an belastenden Dingen auf dir ruhen. Ne? Ja. Jetzt kommt auch noch die Gerichtsverhandlung und dann dieses und jenes. Da ist die Seele schon heftig belastet. Das kann ich mir schon denken bei dir. Ja, insofern wäre so ein Ansprechpartner, ein guter Ansprechpartner schon eine gute Sache. Ja, vor allem, ich bin ja auch so ein Mensch, so, ich stecke zwar viel weg, so, weil, also ich bin schon in so tiefe Löcher gefallen, mhm. aber irgendwann ist dann mal, also ich meine, auch von meinem Sohn so, ich lasse mir meine Angst nicht anmerken, mhm. aber so, wenn ich dann jetzt hier sitze, dann habe ich auch die Tränen in den Augen. Kann ich verstehen. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an und beraten, was wir dann noch optimal für dich tun können. Mhm. Okay, Melanie? Okay, Mann. Bis gleich, tschüss. Okay, tschüss. Heute haben wir viele Frauen mit M am Anfang. Zum Beispiel Michaela jetzt, 27. Hallo? Hallo? Ja, Michaela. Hi. Hi. Ja. Ja, also, und was geht's bei dir? Oh, frag nicht. Also es ist so, ich habe vor 6 Jahren eine Tochter bekommen. Ja. Und eine ganz süße Maus, also wollte ich auch haben und es ist auch alles gar kein Ding. Nur ich weiß nicht, wer der Vater ist. Oh. Du rätselst jetzt seit 6 Jahren, wer der Vater sein könnte? Ja, ungefähr. Wie viel kommen denn in Frage? Also eigentlich von mir aus, also so wie ich mich erinnern kann, 2 Stück. 2 Stück. Wissen die auch, dass die eventuell... Ja. Ach, die wissen das? Ja, wir haben einen Test gemacht. Ja, und? Beide negativ. Oh! Oh! Was hast du gemacht vor 6 Jahren, Michaela? Ja, frag mich nicht. Also es ist so, dass ich halt, also ich bin sehr früh zu Hause rausgeflogen und war eine ganze Zeit lang magersüchtig, bulimiekrank, also mhm. es ging immer so hin und her und dann bin ich mit 18 zu Hause aus der WG ausgezogen, in der ich gelebt habe und dann habe ich gedacht, naja, und dann leben wir doch mal so unser Leben, wie es gerade kommt und habe halt irgendwie nichts ausgelassen. Also das heißt, rein theoretisch kann es schon sein, dass da im Eifer des Gefechtes noch ein anderer Mann oder ein dritter und vierter und fünfter drin war. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern und ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Irgendwie, ich war schon am Überlegen, ob ich Tagträume mache, ob ich mich hypnotisieren lasse. Und meine Tochter fragt mich und ich kann ja wohl schlecht sagen, wie deine Mutter war eigentlich eine Schande zu der Zeit. So, musst du mal gucken. Gab es denn in der Zeit auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Drogen oder? Ja, alles. Alles, das heißt, da kann, alles, was man sich vorstellen kann, also außer Heroin oder so, also sowas gab es nicht. Ja, aber. Also es kann durchaus sein, dass da auch Sex stattgefunden hat im betrunkenen Zustand oder im Drogenrausch, ja. an den du dich gar nicht mehr so richtig erinnern kannst. Ja, da kann dir keiner helfen. Ja, das ist toll. Ne? Da kann dir keiner helfen. Ich hatte nur gerade im ersten Moment so eine Überlegung, habe neulich mehrfach gelesen, dass diese Vaterschaftstests bisweilen nicht richtig stimmen oder nicht stimmen. Also das Problem, genau das habe ich nämlich auch. Ich denke, also der Vater, der es eigentlich sein sollte, mit dem ich auch wirklich zusammen war zu der Zeit, mhm. Der hat von Anfang an gesagt, ich bin's nicht. Und da habe ich gedacht, irgendwie, das fand ich schon komisch. Mhm. Und er hat immer gesagt, ich bin's nicht und ich werde es auch nicht sein und das interessiert mich alles nicht. Und er war also wirklich absolut ablehnend. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte gar nichts von ihm. Ich habe immer gesagt, irgendwie, wenn ich schwanger werden sollte, das wusste er auch, also mhm. ich nicht verhüte, ich wollte gerne ein Kind. Und er wusste, ich verhüte nicht. Und ich habe also auch, ich habe immer gesagt, ich versorge die Kleine allein, ich arbeite selber, irgendwie ist das alles gar kein Ding. Du hast auch heute keinen Kontakt mit dem mehr? Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Wäre es denn möglich, diesen Test nochmal zu wiederholen? Oder, also möglich wäre es wohl, aber er würde es nicht, glaube ich, nicht nochmal mitmachen. Mhm. Ja, das also meinte von ich. Von meiner Seite natürlich ja, schon, ja, klar. Ja, ja. Aber er hat von Anfang an, und ich weiß nicht, ich habe dann überlegt, also seine Eltern sind sehr gut situiert und er selber natürlich auch. Mhm. Und ich habe schon überlegt, ob der, was weiß ich, irgendwelche Leute bestochen hat. Aber eigentlich sage ich mir, man hat von meinem Kind Fingerabdrücke und Fußabdrücke genommen, von mhm. mir, man hat uns fotografiert. Das kann doch nicht einfach sein, dass man sowas verwechselt oder irgendwie austauscht. Die das gemacht haben, war das eine seriöse Institution? Ja, das wurde bei uns direkt in der Klinik gemacht. Ach so, mhm. Also, aber ich frage mich halt einfach so für mich, was sage ich meinem Kind, ne? Also ich habe zwar, ich habe seit 5 Jahren einen Partner, so, den habe ich kennengelernt, mhm. da war die Kleine 1 Jahr alt. Und
er liebt sie auch. Also, für sie ist er auch ihr Vater. Aber trotzdem fängt sie allmählich an zu fragen. Ja, ne? Ich will dir ganz schnell noch eine Antwort geben, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wahrscheinlich, wie sich das so anhört, wirst du damit leben müssen, dass du nicht weißt, wer der Vater ist. Und ich finde es richtig, wenn das Kind das Alter erreicht hat, was ich nicht so sagen kann, ein entsprechendes Alter erreicht hat, dass du dem Kind... Aber wann ist so ein Alter erreicht und vor allen Dingen, wie fühlt sich so ein Kind dann? Also ich weiß ja selber, ich weiß nicht, wer mein Vater ist, aber bei mir hat das andere Gründe, also ich weiß den Namen und so. Ne? Ich finde es allemal besser, wenn sie einigermaßen erwachsen wird oder ein Jugendlich ist, wenn du es ihr in Ruhe erklärst, als wenn du ihr irgendein Lügengebäude baust, was irgendwann mal zusammenbricht. Jetzt muss ich Schluss machen, Michael. Die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Es tut mir leid, aber alles Gute für dich. Ja, tschüss. Vielen Dank. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr auch wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.